Die World of NLP ist die größte NLP-Plattform der Welt und heute soll es endlich mal darum gehen, was es dort zu entdecken gibt, wie du dort NLP am besten lernen kannst. Herzlich willkommen zum NLP-Podcast von Stefan und Marian. Die World of NLP ist die größte NLP-Plattform der Welt. Du kannst sie jetzt 4 Wochen kostenfrei testen. Lieber Stefan, du hast die World of NLP damals entwickelt. Und wir hatten schon viele Online-Angebote, aber du hast dann gedacht, es braucht was Besseres, es braucht was Neues. Und heute soll es um die World gehen. Und vielleicht für jemanden, der noch so gar keine Ahnung hat, ja, so ein bisschen Online-Lernen, ja, so ein bisschen Texte. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie sich diese Plattform von anderen Plattformen maßgeblich unterscheidet. Naja, die World of NLP enthält im Grunde alles, was ich so die letzten 30 Jahre zur NLP gemacht habe. Also Vorträge, Auftritte, Ausbildungen, die mitgeschnitten worden sind, Artikel, die ich geschrieben habe, Hörbücher, Bücher, die ich rausgebracht habe. Wir hatten ja einen eigenen Verlag auch mal über NLP-Bücher, die sind inzwischen da alle digitalisiert drin. Ich habe ja jahrelang dieses Erfolgsmagazin herausgegeben mit hunderten von Artikeln von Erfolgscoaches, Trainern. Die sind da alle drin, also es ist einfach eine gigantische Sammlung mit inzwischen über 900 Kursen. Manche sind kleiner, andere sind eine Practitioner-Ausbildung, also in allen Größen, Dimensionen, Mitschnitte von Tagesseminaren und ähnliches, teilweise Audio, teilweise Video, teilweise Text-Dateien. Also da haben inzwischen auch schon hunderte von Trainern und hunderte von Mitarbeitern letztendlich dran gearbeitet und dort also Zehntausende von Stunden Material produziert zu allen möglichen Nischenthemen und Bereichen rund um NLP. Also nicht nur NLP, es gibt auch manchmal natürlich ganz viel, klar, Coaching ist natürlich bei uns auch sehr drin oder aber auch Hypnose, Enneagramm, also alles, was man irgendwie so in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit dranhängen kann. Teilweise auch natürlich streifen wir auch die Themen Gesundheit, Finanzen und Partnerschaft Kinder gibt es einen großen Bereich, also ganz, ganz, ganz unterschiedliches Material und ja, teilweise in strukturierten Kursen, wie ein Fernstudium aufgebaut, das sind ja so die, also das würde ich so auch als Basis sehen, wenn jemand sagt, ich will jetzt wirklich richtig gut NLP lernen, dann bei uns hier den Basiskurs, dann den Practitioner, den Master zu machen, sich einen Advanced Master noch reinzuziehen oder die Trainerausbildung dann als Aufzeichnung. Also all diese großen Ausbildungen, die es da draußen gibt, gibt es dort halt wirklich auch als Kurse. Aber man kann auch einfach locker lernen und sagen, hey, was interessiert mich denn heute am meisten? Also ein Teil davon ist ja auch das Webinar-TV. Im Grunde ist es ja wie Amazon oder wie Netflix, Amazon Prime oder Netflix, ne? Dass man einfach sagt, Mensch, da habe ich, allein da habe ich schon über 320 Webinar-Mitschnitte zur Auswahl, die mir 24/7 zur Verfügung stehen, wo ich sagen kann, Mensch, ach, jetzt will ich mal hier agiles Coaching mir anschauen oder jetzt will ich Psychografie mir anschauen oder was auch immer ich da vertiefen möchte, kann ich das eben machen und finde dazu ein Webinar und kann mir das dann halt auch anschauen. Und was, glaube ich, auch sehr besonders ist, dass wir das Ganze mit einer Gamification auch verbunden haben. Das heißt, es gibt in der World für alles, was man sich anschaut, Punkte, wenn man dann auch die Fragen dazu beantworten kann, so eine Art Kontrollfragen, die einem helfen, nochmal zu rekapitulieren, was habe ich denn jetzt da gelernt und gleichzeitig uns natürlich auch oder der Plattform auch das Signal geben, ja, du hast dich damit beschäftigt, ja, du hast die Fragen beantwortet, du kriegst Punkte dafür und je mehr Punkte man hat, umso mehr Bonuskurse werden freigeschaltet, umso mehr steigt man im Rang auf, es gibt da manche, die haben so ein richtiges Battle, so einen richtigen Wettbewerb und manchmal gibt es auch Teilnehmer, die sagen, eigentlich war ich schon müde gestern Abend, aber dann habe ich gesehen, dass mir nur noch 50 Punkte fehlen bis zum nächsten Tausender und dann habe ich das auch noch gemacht und habe noch mal eine Stunde drangehängt oder so. Das finde ich natürlich cool, wenn das einfach so motiviert. Ich meine, das sind ja Dinge, die tun uns gut, die sind für uns selber, das ist ja nicht wie in der Schule, ne? Das ist ja Persönlichkeitsentwicklung für mich, ich als Mensch will wachsen und will reifen. Und jetzt habe ich auch da einen gewissen sportlichen Ehrgeiz noch und mache das. Man muss das natürlich nicht machen. Man kann ja natürlich genauso gut auch leben, ohne jetzt hier die Gamification, aber viele nutzen das einfach. Und ja, manchmal auch so, dass wir Nachrichten bekommen. Wieso hat der so viele Punkte bekommen in so kurzer Zeit und ist über mir und so? Aber ich denke, Leute, es ist ein Spiel, das jeden Einzelnen animieren sollte, zu wachsen, zu reifen, stärker zu werden. Bist
sehr schön. Ja, also das finde ich auch der Wahnsinn. Da sagen wir gleich noch was zur Gamification. Aber vorher möchte ich noch einhaken, eine kurze Anekdote. Wir haben irgendwann mal das Feedback bekommen. Das ist total geil, die Welt, aber das ist so viel, ich kenne mich nicht mehr aus. Und daraufhin hast du dann also praktisch das System so umgestellt, dass man sich nach Bereichen suchen kann. Du hast vorher schon gesagt, irgendwie, okay, manchen ist Partnerschaft interessant oder manchen ist halt eben der Beruf interessant oder was auch immer. Und das ist einfach jetzt total simpel, da hast du wirklich nur die Sachen, die dich interessieren. Also ich glaube, die Welt ist eigentlich nichts, da gibt es keinen Teilnehmer, der das abgeschlossen hätte, also der alles sich angeschaut hat, was einfach zu viel ist. Und das ist aber super schön strukturiert. Also das heißt, das, was du wirklich machen willst, kannst du dir einfach mit einem Klick dir herholen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch ist, das Webinar-TV ist ja auch live. Also das sind ja nicht nur die Aufzeichnungen, sondern jede Woche kommen da neue Sachen dazu. Wir hatten Wochen, wo 5, 6, ich glaube sogar 7 Webinare mal in der Woche waren. Also das ist Aber du zählst jetzt nur die kostenfreien. Also haben, die kostenpflichtigen haben wir 20, 30 pro Woche. Ne? Also Woche. Das ist klar, je nachdem, was für einen Tarif jemand hat oder ob jemand sonst noch irgendwo eingeschrieben ist in einem Programm. Das ist also richtig, richtig viel. Und daraus entsteht natürlich auch eine Art von Community. Mhm. Ne? Das ist mir klar geworden. Es gab ja schon mal vor 5, 6 Jahren, gab es schon mal einen Vorläufer auch zu der Plattform. Und da war es so, dass ich einfach nur die Kurse reingestellt habe. War auch schon gut, war auch super, waren einfach viele auch sehr begeistert, vor allem die so autodidaktisch halt unterwegs sind. Aber ich habe gemerkt, um einfach noch mehr Menschen zu erreichen, fehlt noch was, und das ist eben so dieses Community-Element. Ja. Und inzwischen ist das ja, die Plattform bietet ja alle Funktionen, letztendlich wie Facebook auch. Man kann seine eigene Timeline dort machen, kann seine Sachen einstellen, kann mit Freunden verbunden sein, kann mit denen schreiben, man kann Gruppen bilden und dort zusammen sein, kann Sachen hochladen von sich, also Bilder oder Texte oder ne, was immer man halt möchte. Eigentlich im Grunde wie eine Art von Facebook, sich dann dort organisieren, sich Nachrichten schicken untereinander, sich vernetzen, sich austauschen. Es gibt natürlich auch Diskussionsforen, wobei das meiste halt in den Gruppen stattfindet. Also wenn man zu einer Gruppe gehört und dann mit den anderen Gruppenmitgliedern halt diskutiert und sich austauscht, dann passiert da schon eine ganze Menge. Und wir haben dann eben auch dafür gesorgt, dass das halt auch in Gang kommt. Wir haben ja dann die Mentoren ins Leben gerufen, 20 Mentoren auf der Plattform. Das sind die so mit als erstes 10.000 Punkte erreicht haben, also die dann sich schon einige Stunden mit der Plattform beschäftigt hatten oder Tage, Wochen, Monate. Das ist richtig viel, ja. In welcher Geschwindigkeit man das halt so macht. Und die stehen dann einfach kostenlos anderen zur Verfügung. Die freuen sich, für die gibt es nämlich dann auch ein paar Punkte dafür, wenn sie andere betreuen dürfen, und freuen sich da, ihr Wissen einfach auch weiterzugeben und das halt zu teilen. Und jemand, der neu ist, kann das auch eben als Anlaufstation nutzen, weil es gibt ja doch Menschen, die lesen nicht mal die Startseite, wo wir alles erklären oder so, sondern die wollen gleich irgendwie losklicken und merken dann, oh, es ist einfach zu viel. Also dass wir natürlich jetzt sehr stark dabei sind, einfach das, genau wie das hast du schon gesagt, auch zu strukturieren. Die eine Strukturierung ist ja, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen einfach nach Themenbereichen, also Partnerschaft, Persönlichkeit, Beruf und so weiter. Wir haben 10 verschiedene Themenbereiche, so ein bisschen wie das Rad des Lebens, wo man schauen kann, in welchem Bereich meines Lebens läuft es eigentlich rund, wo habe ich noch Bedarf, und haben die Kurse danach sortiert, wobei das noch im Aufbau ist. Momentan gibt es natürlich extrem viele Kurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil natürlich das ist, wo wir halt auch am meisten Material haben, aber auch die anderen füllen sich so nach und nach. Dann haben wir den Bereich Methoden, also wo man nach verschiedenen Methoden Ausschau halten kann. NLP, Hypnose, Achtsamkeit, Psychografie und so weiter. Gibt es über 20 verschiedene Methoden inzwischen schon. Und dann den Bereich Probleme, also wo man sagen kann, ja, ich kann nicht gut schlafen oder ich habe ne, dieses oder jenes körperliche Problem gerade. Wo gibt es einen Kurs, der mir da irgendwie weiterhelfen kann bei diesem, bei dieser Geschichte? Ne? Grundsätzlich habe ich natürlich aber auch eine allgemeine Suche, wo ich einfach quer über alle Kurse hinweg natürlich suchen kann, was interessiert mich hier. Und das, was demnächst ja auch kommen soll, ist ja auch die KI-Unterstützung, die einem dann da auch nochmal Tipps geben kann. Also das ist tatsächlich einer der Bereiche, wo wir am meisten jetzt gerade dran am Arbeiten sind, diese über 900 Kurse noch mehr, ja, noch einfacher, noch verschiedene Zugänge zu machen, dass jemand halt sagen kann, so. Ne? Aber ich persönlich finde auch die Liste ganz praktisch, alle Kurse auf einmal, dann sehe ich die im Thumbnail und kann die durchscrollen, aber klar, das ist natürlich schon mal... Genau, für alle, die Speedreading können, ist die Variante, alle anderen vielleicht eher was anderes, sehr, sehr schön. Ja, also sehr spannend, vielleicht vorher noch kurz zum Einhaken, das ist eine Lifetime-Version, wo alle Kosten inkludiert sind. Was du vorher mit kostenpflichtiger Kurse meintest, wir haben ja sozusagen, vorher hatten wir einfach ganz normale Ausbildungen, ja, für so eine Practitioner-Ausbildung, eine Master-Ausbildung, unabhängig von der World.
Und wir haben gesagt, naja, wäre blöd, wenn wir das getrennt haben. Darum haben wir das integriert, damit die Ausbildungsteilnehmer noch mehr davon profitieren. Das heißt, die haben, da gibt es ja auch was auf der Plattform. Ja? Aber wenn du jetzt Lifetime kaufst, ist es nicht so, dass du dann noch für einen Kurs oder für ein Webinar oder irgendwas extra zahlst, sondern da ist dann die ganze World, alles, was da dabei ist, drinnen, ja? Ohne irgendwas extra. Nur haben wir halt auch noch Live-Veranstaltungen. Und die sind sozusagen, das ist das Extra, was du vorher meintest. Genau, wir hatten vorhin über das Webinar-TV geredet, ne? Und da gibt es halt, innerhalb des Webinar-TV sind normalerweise auch nur die kostenfreien Veranstaltungen, aber du hattest so gesagt, dass wir 7, 8 Webinare die Woche machen und ich habe gesagt, naja, manchmal sind es auch 20, 30. Ja, ja. Halt diese anderen Kurse, die noch außerhalb laufen natürlich, Hypnose-Ausbildung und so weiter, NLP-Practitioner, Coaching-Ausbildung, wenn man das alles dazu zählen würde, aber die haben ja streng genommen gar nichts mit der World of NLP so zu tun. Ja. Genau. Ja, das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr großer Bereich und ja, sicherlich, wenn du im Bereich NLP, wenn man da was machen will, eins der größten Sachen, community-mäßig sind da tausende aktive Mitglieder. Und was würdest du sagen, für wen ist es ideal? Du hast schon gesagt, eins, also für Autodidakten ist es 10 von 10. Also wenn man sich einfach selber was aneignen will, dann ist es die Plattform, das ist ganz klar. Für wen würdest du noch sagen, ist das vielleicht sogar besser als ein Practitioner oder halt, was ist besser, aber vielleicht die bessere Variante, wenn man hier Lifetime zuschlägt? Also in jedem Fall ist es eine super Variante für alle, die in einer Ausbildung sind. Und einfach über die Ausbildungsunterlagen und die Kurstermine, die, ja, wenn sie online sind, auch aufgezeichnet werden. Präsenz ja nicht unbedingt, das darf man nicht vergessen, ne? Teilnehmer, die Präsenz eine Ausbildung machen, haben ja nicht automatisch Videos von der ganzen Ausbildung. Das heißt, wenn die mal Tage verpassen oder auch nicht ganz auf der Höhe sind oder man vergisst ja auch im Laufe der Zeit wieder Sachen. Dann berichten mir Teilnehmer, das ist natürlich super geil, in der World of NLP einfach zu gucken, was war das Thema, Six-Step-Reframing, und dann kann man sofort sich eine Videoaufzeichnung von mir anschauen, wo ich mit jemandem Six-Step-Reframing durchführe, wo es erklärt wird, man hat dazu vielleicht sogar nochmal andere Demos, die schriftlich formuliert sind, man hat eine ausführliche Beschreibung dazu, man hat die Diskussion dazu, also man hat einfach alle Themen, kann sie nochmal in Ruhe nachschauen, vertiefen, auch beim Autofahren zum Beispiel, und man kann ja, wenn man die App-Version hat, kann man sich Audios auch runterladen, kann ihn dann beim Autofahren auch hören oder so, also super gut für alle, die in der Ausbildung sind und einfach noch mehr wollen, als nur an dem Ausbildungswochenende oder Abend teilzunehmen, zu sagen, hey, ich will diese Methoden richtig üben, vertiefen, mir vor der Peer Group, wenn ich das selber durchführe, nochmal vielleicht anschauen, wie genau geht das nochmal, wie kann ich das machen. Also für die ist das großartig, zumal wir ja auch in der Regel einmal pro Woche ungefähr einen Übungsabend haben im Rahmen des Webinar-TVs, an dem man ja auch teilnehmen kann. Also dann auch, selbst wenn man sich in Präsenz mit seinen Leuten trifft, die meisten treffen sich ja gar nicht so oft, also wahrscheinlich nicht mal einmal pro Monat, ist natürlich eine super Gelegenheit, da online einfach auch nochmal weiter zu üben und das zu vertiefen. Also für alle die in einer NLP-Ausbildung sind oder waren, um das dann nochmal aufzufrischen, ist das natürlich großartig. Ja, oder auch wenn jemand sagt, aber da sind wir bei den Autodidakten im Grunde, ich habe gerade gar keine Zeit, so einen Kurs zu belegen, ich kann nicht reisen an Wochenenden oder ich habe das Geld nicht dafür, um mir die Unterkünfte und dann alles zu bezahlen. Ich mache das einfach online, ich mache es in meiner eigenen Geschwindigkeit. Ich arbeite vielleicht zu exotischen Zeiten, die passen in kein Ausbildungskonzept. Ja, aber online, wenn ich mir das Tag und Nacht anschauen kann, dann nachts meistens um 4, glaube ich, ist ein bisschen weniger Zugriff auf den Server, dann ist dann auch alles nochmal flotter. Also von daher, ja, dann ist das optimal. Ja, absolut. Ja, und wir haben dort auch mittlerweile eben eine große Community, wir haben sogar Community-Veranstaltungen, ne? Das heißt einmal im Monat. Ist so für die, die es ein bisschen netzwerken wollen, ein bisschen schauen wollen, ein bisschen austauschen wollen. Und es gibt viel mehr, das ist das, was wir anbieten. Untereinander kann man sich auch vernetzen. Man kann ja jederzeit jemanden schreiben und sich online heutzutage ja treffen. Und das ist jetzt auch etwas, was eben, wie du sagst, immer mehr am Kommen ist, dass Menschen halt einfach gern gemeinsam mit anderen Menschen verbunden sind, gemeinsam lernen, gemeinsam sich weiterentwickeln, sich auch Tipps geben, hey, ich habe dieses und jenes Thema, gibt es da einen Kurs dazu? Und klar, wenn jemand gemacht hat oder so, dann ist es auch oft einfach, wenn man sich einfach mit anderen zusammenschließt. Genau, und es gibt eben ein paar regelmäßige Sachen, ne? Also du hast gerade angesprochen, einmal im Monat werden kurz so vorgestellt, was kommt diesen Monat, und dann ist die Möglichkeit auch andere kennenzulernen, zu netzwerken, das betreut ja die Kirstin. Wir haben auch in der Regel mittwochs immer mit der Petra den Achtsamkeitsmittwoch, Mindfulness-Mittwoch, da gibt es dann eine schöne Fantasiereise dazu. Wir haben jetzt ja auch mit dem Lukas ein neues Ding, der macht so eine Art Planungsritual,
Das findet dann in der Regel sonntags am Nachmittag statt. Ne? Ist mal so die nächste Woche planen und dann gibt es fürs Quartal auch nochmal was. Ist auch mit einer schönen Regelmäßigkeit, dass man da so seine Routinen, Gewohnheiten verändert. Ne? Dafür haben wir ja auch die Challenges. Ne? Das heißt, es gibt ja auch Programme, die einem dann helfen, 10 Tage, 20 Tage, ne? So sich neue Gewohnheiten anzueignen oder die 7 Tage NLP Challenge, ne? Wo man dann da für sich mit dran arbeiten kann. Ja, also so gesehen und dann halt wechselndes Programm, kommen immer wieder neue Webinare, die dann erst live stattfinden und die Aufzeichnung kann man dann eben als Mitglied sich auch anschauen und das wächst eigentlich beständig. Das und vielleicht, weil du jetzt gerade noch Kurse erwähnt hast, vielleicht kann man kurz mal transparent machen, wie unterschiedlich die Kurse das sind. Also das reicht ja von relativ einfach, du willst irgendwie, eben wie du sagst, eine Technik lernen, eine Methode kennenlernen, da ist das Video dafür, vielleicht eine Beschreibung dazu und fertig. Und dann haben wir aber auch Kurse eben, die sind wirklich so eben, dann, die haben so mehrere Tage, mehrere Module, wo man auch Quizzes dazwischen machen muss, also wo man sozusagen auch erstmal was bestehen muss, um weiterzukommen. Dann haben wir Challenges, also die einfach über mehrere Tage oder Wochen gehen, mit der Idee, dass man eben eher dran bleibt. Ja? Mit der Idee auch, dass man es vielleicht gemeinsam mit anderen macht und entsprechend mehr Spaß dabei hat. Dann haben wir ja auch Spiele einfach oben, so würde ich sagen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen Kurs, das sind einfach, ja, sehr, also Gamification, ja, aber einfach so Games, wo man Sachen nicht nur jetzt Genau. anklickt wie Multiple Choice, sondern wirklich komplexere Spiele, die man spielen kann. Also wir nennen das Trainingscenter, ne? Wo es halt einfach viele hundert Trainingsaufgaben sind. Speziell jetzt auch gerade zu NLP, zu den ganzen Sprachmodellen oder aber auch zu anderen, ne? Wo man dann manchmal Sachen sortieren muss, zuordnen muss, nicht die Reihenfolge bringen muss. Also alles, was man so Computer halt mäßig halt auch spielerisch für sich machen kann. Das ist nochmal ganz anders als die Multiple-Choice-Fragen, die wir meistens in den Kursen einsetzen. Das liegt einfach daran, dass in der App nur sehr begrenzte Möglichkeiten sind, was die Auswertung von solchen interaktiven Spielen angeht. Da sind natürlich Multiple-Choice-Fragen dann super einfach, während so komplexere Spiele, wie wir sie teilweise im Trainingscenter haben, dann gar nicht über die App abwickelbar wären, weil die Betriebssysteme von den kleineren Geräten gar nicht dafür gedacht sind, dass man da jetzt interaktive Spiele spielt, ne? Aber in der Desktop-Version ist das dann, ja. Genau. Und dann hast du schon gesagt, so ein richtiges Studium, ne? Also wirklich mal so ein Kurs, das klingt jetzt so, und da ist der ganze Practitioner drin. Also nur, wenn man so ein Bild hat, so eine Practitioner-Ausbildung dauert in der Regel so zwischen, ja, ungefähr bei 150 Stunden herum. Und dann kommen vielleicht noch Peergroups drauf und so, also ja. Und da hast du jetzt praktisch einen Mitschnitt, aber da sind dann auch noch Videos dabei, da sind dann auch noch Texte dabei, da sind dann auch noch Quizaufgaben dazu. Da ist am Schluss ist noch mal ein großes Quiz, ja, also nach jeder Lektion, ja, ein Quiz, aber auch am Schluss. Also kurzum, das ist dann schon wirklich sehr, sehr groß. Da arbeitet man dann wirklich schon längere Zeitraum, Also Zeit dran. es gibt so einen kleinen Basiskurs, da rechnen wir so mit 20 Stunden, für einen Practitioner mit 200 Stunden und dann insgesamt, wenn man den Master noch draufsetzt, mit 500 Stunden ungefähr, bis man die Texte gelesen, die Audios sich angehört, die Aufgaben bearbeitet hat, die da dazugehören. Also es ist dann schon ein bisschen größerer Umfang, wenn man sich das vorstellt, ne? So 500 Stunden. Die meisten arbeiten vielleicht 40 Stunden in der Woche. Das sind dann also so 12, 13 Wochen, nichts anderes gemacht als jede Woche 40 Stunden NLP. Ne? Das entspricht dann schon, ja, eigentlich schon mindestens einem Semester oder so, ne, was man da studieren würde oder entsprechend auch macht. Und dann ist man erst Master, es geht ja dann noch weiter, ne? Advanced Master und Trainer und so. Und ja. Ja. Also kurzum, für die, die eigentlich für kleines Geld ganz viel haben wollen, ist es gedacht, die Möglichkeit wirklich ja, sich auch so zu vertiefen, wie man möchte. Ja? Weil man ja dann die Möglichkeit hat. Ja? Der eine sagt, okay, hey cool, ich habe einen Practitioner, ich starte gleich mit dem Master rein. Ja? Und so ist es dann für jeden, was er halt eben braucht, zugänglich. Ja? Schön. So überlege ich gerade noch, es gibt zu so viele, ja? Auch zum Beispiel die Geschenke, da gibt es dann oft mal ja, einen Seminartag, Live-Seminartag, den man irgendwie sich erpunkten kann, sage ich jetzt mal mit der Gamification oder den wir oben drauf liegen. Es sind ja auch noch, genau, es sind auch Live-Seminare dabei, zum Beispiel ein neues Leben mit NLP. Das ist eine Seminarreihe von dir, wo ich auch ein Gasttrainer bin. Das ist live und interaktiv. Und auch 8 Schlüssel zum Erfolg, das ist auch dabei, auch ein Live-Seminar. Vielleicht wollen wir da noch kurz was dazu sagen, für die, die sagen, hey, boah, cool, aber ich hätte dann schon noch gerne ein bisschen mehr Interaktion und live. Und da ist ja mit dem Webinar-TV, mit den zwei bist du auch schon, also wenn du das machst, bist du auch ja schon gut ausgelastet. Vielleicht magst du da noch ein bisschen kurz was zu den zwei Seminaren sagen. Ja, ich fange mal mit den 8 Schlüsseln zum Erfolg an.
Das ist für mich einfach wichtig, dass das drin bleibt im Paket, weil wir da eben auch Elemente trainieren, die man halt gleich mit der Plattform halt benutzen kann. Nämlich zum Beispiel ist dort die Idee mit einem Buddy. Also wir wissen einfach, dass wir leichter in die Umsetzung kommen, dass wir dranbleiben an unseren Zielen. Das ist übrigens auch ein anderes Thema in den 8 Schlüsseln, in die Umsetzung kommen, wenn wir uns einen Buddy suchen. Und von daher ist natürlich dann dort, einen Abend geht es halt mal um das Thema Buddy finden. Wer bis dahin noch keinen Buddy hat, der findet ihn dann oft in der Gruppe, wenn er an einem Seminar teilnimmt, weil ich einfach festgestellt habe, viele Teilnehmer tun sich ein bisschen schwer, wenn man sagt, ja, hier, pass auf, da ist das Forum, du kannst jeden anschreiben, such dir halt einen Buddy, ne? So, ja, und weiß nicht, aber in so einer Gruppe ist halt irgendwie klar, das wird thematisiert, warum das so wichtig ist, und dann ist Raum zu sagen, so, dann sucht euch doch jetzt mal den Buddy, dann geht jetzt mal in eine Kleingruppe, tauscht euch mal aus, wer seid ihr, und dann finde deinen Buddy, sodass du heute Abend deinen Buddy hast. Und dann starte doch mal einfach die Buddy-Arbeit. Und egal, ob du in 3 Monaten vielleicht nochmal den Buddy wechselst oder wie auch immer, du hast halt mal begonnen und du weißt, wie das geht. Und es ist kein Hexenwerk, mit jemandem zu starten. Und wie mache ich dann so ein Buddy-Treffen, damit es halt auch kurz, prägnant und für beide von großem Vorteil halt auch einfach ist. Und da kann Unglaubliches entstehen, wenn man so einen Buddy hat, der einen im Alltagsleben unterstützt. Und allein für sowas, wenn man zum kostenpflichtigen Anbieter gehen würde, ja, Wahnsinn. Ja, genauso auch das Thema, dass wir dann mit Erfolgsteams arbeiten, ist ein weiteres Konzept, was wir auf der Plattform sehr propagieren, dass man sich in Kleingruppen trifft, an einem Ziel arbeitet, 4 bis 6 Leute, 4 bis 6 Treffen, man arbeitet immer an dem Ziel, man erklärt immer am Ende des Treffens, was man jetzt machen möchte bis zum nächsten Mal, dann sagt man, wie es ist gelaufen, was hat mich vielleicht blockiert, behindert, dann gibt es Unterstützung von der Gruppe und dann gibt es, was ist mein Ziel bis zum nächsten Treffen, wie ich das umsetzen kann. Und so eine Gruppe, so ein System, was ich aufbaue, um wirklich dran zu bleiben, die Umsetzung zu kommen, ist einfach Gold wert. Ja, und allein da gibt es auch wieder Anbieter, die nehmen allein nur für so ein einziges Treffen schon mehr Geld, als wie wir es für das ganze Jahr, für das ganze Lifetime-Paket überhaupt nehmen. Und das ist da einfach mit drin und man kann immer wieder auch neue Erfolgsteams sich selber dann suchen und aufbauen. Aber in diesem Seminar ist halt der Start, dass man mal eins macht und loslegt. Wenn auch so ein bisschen unter der Prämisse, ja, es ist jetzt Thema des Seminars, es ist jetzt die Hausaufgabe, wir sollen jetzt uns treffen. Und hinterher berichten aber ganz viele, wie toll das dann einfach war, dass sie es dann auch wirklich gemacht haben und dass sie es sonst wieder rausgezögert hätten und wieder, weil es doch nie der richtige Zeitpunkt ist und immer irgendwas anderes noch wichtig ist, als an seinem Lebenserfolg, seinem Lebensglück, seiner inneren Harmonie zu arbeiten oder was immer man halt als Ziel verfolgt. Und das sind mal so 2 Themen. Und so gehen wir da halt in den 8 Schlüsseln durch die verschiedensten Themen durch, die wir eigentlich optimal mit der Plattform umsetzen können, weil es ist die Community hinten dran, es sind die Lektionen da. Und wenn ich diese Selbstdisziplin aufbaue, regelmäßig an meiner Persönlichkeit, an meinem persönlichen Erfolg zu arbeiten, dann habe ich einfach das ganze Material, die ganzen Lehrbriefe, das ganze Studium, die Audios, die Videos, ich habe dann einfach alles gleich dort. Ich habe unendlich viel Material und kann mir einfach das raussuchen, was mich jetzt gerade eben am meisten interessiert. Und ich kenne einen Teilnehmer, der hat das bei dir gemacht vor über 2 Jahren, hat mir kürzlich geschrieben, dass er halt dich fest, seitdem trifft er sich mit seinem Buddy, also nicht treffen, telefoniert er mit seinem Buddy einmal die Woche. Na, die machen einmal die Woche ein kurzes Update und ich glaube, abgesehen von Weihnachten und Ostern oder so vielleicht, haben die jede Woche ein kurzes Telefonat und haben halt so besprochen, was steht an. Und man kann sich vorstellen, wenn da das Ziel ist, abnehmen oder was auch immer, ja, das ist dann irgendwann erledigt. Und dann kommt nicht, dann haben sie nicht die Buddy-Partnerschaft beendet, sondern kommt halt das nächste Ziel. Ja. Also wirklich einfach die Möglichkeit zu haben, im Austausch mit anderen, es ist so viel leichter. Es ist der Nachteil von so ein bisschen autodidaktischen Selbstlernkonzepten ist ja oft, man hat niemanden und man ist irgendwie alleine und irgendwann ist die Disziplin halt am Ende bei vielen. Ja. Bei manchen nicht, ja, gibt Ausnahmen, aber bei vielen. Und dadurch ist eben dieser Community-Aspekt so wichtig und deswegen befördern wir auch sehr stark und viele nutzen es auch. Die sagen auch, ey, ich würde mich damit gar nicht weiter beschäftigen, ja, weil, aber dadurch, dass mein Buddy anruft, mache ich es dann doch. Es gibt Leute, wir haben die Plattform jetzt ja laufen seit 2021, es gibt Leute, die waren in jedem 8-Schlüssel-Seminar drin, obwohl es immer wieder das Gleiche ist, immer die gleichen 8 Schlüssel und Themen, gut, manchmal vielleicht ein bisschen anders erzählt, ein bisschen andere Story, aber im Grunde ist es immer das Gleiche und die sind trotzdem bei allen dabei, weil sie immer wieder das als Auffrischung auch verwenden und benutzen. Die 8 Schlüssel sind aufgeteilt auf 4 Abende, jeweils 1 pro Monat. Also das ist so eine ganz gute Begleitung dann dabei. Ja, und das 2. Seminar, was du angesprochen hast, ein neues Leben mit NLP, da geht es eben darum, tatsächlich so Best of NLP, mal an 5 Abenden, 5 mal 3 Stunden, glaube ich, sind es immer. Also schon ordentlich, ne? Also im Grunde kann man sagen, halber Seminartag, wenn man es jetzt mal umrechnet.
wo wir uns intensiver mit verschiedensten Themen beschäftigen. Also da geht es dann um Ziele, um Glaubenssätze, um Werte, aber auch um Kommunikation, Rapport, ne? Diese klassischen Themen. Du machst, glaube ich, Gewohnheiten verändern auch mit dabei, Beziehungen. Also das ist so ein Rundumschlag, was man so NLP fürs Leben gebrauchen kann. Und auch da ist es wieder, ne? Die Interaktion. Zusätzlich zu dem Selbststudium führt halt dazu, dass es nochmal wieder spannender wird, dass man Übungen macht, wenn man vielleicht sich im Selbststudium drum gedrückt hat. Also man könnte ja genauso auch die Lektionen nehmen und dann einfach zum Übungsabend gehen und sagen, so, ich habe jetzt mich letzte Woche mit der Lektion Ankern beschäftigt, das würde ich jetzt gerne heute mal üben. Wer ist denn mein Partner? Wer hat denn Lust, dass ich ihn mal coache oder der mich mal da durchführt? Könnte man ja ohne weiteres machen, aber Menschen sind da so ein bisschen ja immer scheu. Und dann ist ganz gut so ein Kurs, wo man dann halt genau solche Übungen schon mal macht und auch wieder andere Leute trifft, mit denen man dann halt wieder Buddy sein kann oder am Übungsabend oder auch, es gibt, wir haben ja auch selbstorganisierte Übungsgruppen, ne, der Teilnehmer untereinander, wo man halt dann einfach das üben und machen kann. Und so gesehen, glaube ich, ist das eine spannende Kombination aus ganz viel Material online, in allen medialen Formen und dann aber auch immer wieder das Treffen von echten Menschen. Und ich meine, es gibt ja dann auch noch, aber das ist natürlich für viele dann nochmal ein großer Sprung. Es gibt ja auch unseren Sommerkongress, wo Menschen dann halt auch in echt, in Präsenz nochmal sich treffen. Das ist natürlich jetzt unabhängig von der World of NLP. Kostet auch extra, weil wir ja auch da Verpflegung und alles haben. Aber das sind dann halt die Möglichkeiten, sich echt nochmal tiefer zu connecten, zu verbinden. Zusätzlich zu dem, was online schon heute alles möglich ist. Und da staune ich ja auch. Ne, wir beide hatten ja auch schon eine Trainergruppe, die dann gesagt hat, es war das beste Seminar ever. Und die aber auch jede Woche sich nochmal selber in Zoom getroffen haben und trainiert haben. Und das hat es halt so besonders gemacht. Diese Möglichkeit, dass man nicht erst 2 Stunden oder einen Tag im Auto sitzen muss, um die anderen zu sehen, sondern man ist von zu Hause, 5 Minuten später ist man online im Zoom-Raum drin, kann 2 Stunden was machen und direkt danach kann man schlafen gehen, kann noch was anderes machen, kann nacharbeiten. Also dieser immense Zeitersparnis führt bei manchen zu einer extrem hohen Trainingsdosierung, die sie sonst niemals hätten. Absolut. Und da vielleicht möchte ich gerade einhaken, weil du hast erwähnt, das haben wir auch nicht gesagt, es gibt eben auch betreute Übungsabende. Ja? Also wir haben unglaublich viel Programm, aber eins davon ist eben zu sagen, hey, du möchtest jetzt etwas üben, du möchtest wirklich Praktisches machen. Und naja, man weiß ja viel nicht, auch wenn man es im Selbststudium sich anschauen kann, man weiß nicht, wo macht man Fehler. Und deswegen gibt es eben diese betreute Übungsabende, wo auch ein Trainer von uns anwesend ist, wo man dann auch Fragen stellen kann. Ja? Und das Coole dabei ist eben, es ist vollkommen egal, ob du jetzt Anfänger bist und einfach noch gar nichts weißt oder schon einen Practitioner hast oder einen Master hast. Du kannst da reinschauen, unabhängig vom Level und die Sachen üben, die dir wichtig sind. Man kann es auch selbstorganisiert machen, aber wenn man es einfach haben will, das bieten wir dort auf der Plattform auch an, sehr regelmäßig. Ja. Und auch dafür gibt es Punkte. Ganz wichtig, genau. Ja, genau. Ja, es gibt Menschen, die dann schon mal fragen, hey Marian, ne, könntest du mich mal wieder einen neuen Kurs machen? Ich bräuchte doch Punkte. Ja, ja, sehr schön. Ja gut, das war mal so ein Rundumschlag. Ich überlege jetzt gerade, es ist natürlich noch total viel, was es zu sagen gibt, aber ich glaube, man hat so ein Gefühl. Ich Hast du glaube, das? ja, ein Aspekt ist noch sehr wichtig. Und zwar, wir hatten früher ja die verschiedensten Tarife. Da gab es die abgespeckte Version, dies und jenes. Und dann war aber immer so, ah, Moment mal, naja, so viel ist ja gar nicht drin. Sage ich, ja, aber du hast auch nur die kostenlose Version. Da ist natürlich auch nicht viel drin und so. Wir haben uns jetzt dann nach vielem Hin und Her haben wir uns dann entschieden, das System radikal zu vereinfachen. Nachdem auch die Jahresversionen gar nicht so oft gebucht worden sind, sondern die meisten dann auch gleich Lifetime gebucht haben, haben wir uns einfach entschieden zu sagen, es gibt es nur noch Lifetime und eine sehr großzügige Variante, nämlich die Möglichkeit, 4 Wochen einfach die ganze Plattform zu testen. Also nicht einfach nur eingeschränkt zu sagen, es gibt jetzt hier ein paar, 3, 4 Kurse, die freigeschaltet sind oder so, sondern man kann also 4 Wochen lang die volle Plattform nutzen. Übrigens, jetzt einer hat es jetzt auch gerade geschafft, hat das ganze Practitioner-Kurs in den 4 Wochen gemacht, Wow. den Studiumskurs. Da wurde ich gefragt von meinem Team, sollen wir da ein Zertifikat ausstellen? Sag ich, ja, wenn jemand das schafft, also sich da wirklich die 200 Stunden Zeit nimmt, in den 4 Wochen, dann hat er sich das auch verdient, ne? Aber es ist eher die Ausnahme. Die meisten nutzen es wirklich zum Schnuppern und gucken mal intensiv im Trainingscenter, schauen sich einen oder anderen Kurs an, machen mal damit mit rein, um dann eben zu fundiert entscheiden zu können, ja, hey, krass, krasse Plattform, was da alles drauf ist. Das ist genau das für mich und das möchte ich jetzt nutzen und ich melde mich jetzt an zum Lifetime.
um einfach da in den vollen Genuss zu kommen und auch ganz, ich sag mal, stressfrei. Ich finde, die Jahresversionen machen mir immer einen Stress, ne? Wenn ich jedes Jahr immer irgendwo verlängern muss, dann habe ich natürlich irgendwann gegen Ende des Jahres die Idee, so, jetzt muss ich auch was tun für mein Geld, jetzt muss ich auch jetzt nutzen, was natürlich auch positiv ist, darf man auch nicht vergessen, ne? Aber es ist schon ein bisschen stressfreier mit Lifetime, weil dann sagt man, ach komm, ob ich jetzt 2 Stunden in der Woche mache, dann lohnt sich's doch auch schon für mich, ja? Es sind 100 Trainingsstunden im Jahr, wenn es mal so platt rechnet, ne? 100 Trainingsstunden im Jahr, allein dafür hätte sich schon der Lifetime-Preis gelohnt, wenn ich dann weiß, ich mache es im 2., im 3., im 4., im 5. Jahr auch noch. Oh wow, dann uns kommt ja immer noch mehr dazu und neue Überraschungen. Also von stimmt, daher. Das haben wir auch vergessen. Es gibt Lifetime-Updates dazu, ja. Also das ist nicht gekauft und Pech, was dann auch noch kommt, das wird immer ständig erweitert, ja. Also genau, das zum einen und zum anderen haben wir ja auch in der Lifetime-Version gibt es auch Ermäßigungen für viele andere unserer Programme, dass man hier und da halt auch noch ein bisschen Geld sparen kann, wenn man da was macht. Also es ist sehr umfangreich, wir haben eh einen Link unten gepostet, da kann man einfach mal reinschauen, kann einfach 4 Wochen kostenfrei testen, da ist dann auch kein automatisch und jetzt zahlst du Geld, sondern du kannst testen, ja. Wenn es dir gefällt, kannst du buchen, wenn nicht, dann halt nicht, also das ist ganz frei und genau, vielleicht startest du dann auch mit der 10-Tages-Challenge oder so, du hast da ganz schönen Start am Anfang, was man so am Anfang machen kann, langsam einführen und ja, ich würde dich einladen, probier es einfach mal aus, ich hätte es gerne gehabt vor 15 Jahren, ja. Ich glaube, du hattest die Ideen auch schon vor 15 Jahren, nur technisch war es nicht möglich. Ja, auch die erste Version, die wir hatten, war natürlich noch auf einer ganz anderen Plattform. Ja. Also, puh, da hat die App auch noch nicht so funktioniert und also das war schwierig, aber heutzutage gibt es natürlich tolle Möglichkeiten. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem technisch immer wieder aufrüsten und da einiges zu tun haben. Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich, wenn wir dich dort, wenn du jetzt vielleicht buchst, will ich dann auch live sehen. Also die Möglichkeit, dass du Stefan, mich oder auch viele andere Trainer live siehst, ist ja dann absolut gegeben. In diesem Sinne, vielleicht auf bald. Schreib gerne, wenn du dann dabei bist und ja, gib dich zu erkennen, wenn du in einem Live-Webinar bist. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Ja, ciao. Das ist der Podcast der World of NLP, der größten NLP-Plattform der Welt. Dort lernst du NLP vom Feinsten. Du hast einen NLP-Practitioner-Mitschnitt, einen Master-Mitschnitt, einen Trainer-Mitschnitt. Du hast einen ganzen Fernsehsender, wo es um NLP und alle Randthemen geht. Alle Lebensbereiche decken wir dort ab. Und das Beste, du hast eine Community im Hintergrund, die wirklich wachsen will, die sich weiterentwickeln will. Menschen, die an sich arbeiten wollen. Und du kannst kostenfrei beitreten unter world-off-nlp.de/Anmeldung. Diese Probemitgliedschaft ist auch in den Shownotes verlinkt und dort kannst du Teil einer großartigen Community werden. Du kannst an dir arbeiten, du kannst dir die Lebensbereiche, wo du dich verbessern willst, sei es Finanzen, sei es Berufung, sei es Beziehung, sei es Partnerschaft, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, du kannst mit einer tollen Community im Hintergrund daran arbeiten. Schau einfach mal vorbei bei dieser wunderbaren Community.